Stellen Sie sich vor, Ihr Körper verwandelt sich zu etwas völlig Neuem. Und das ganze dreimal in nur einem Leben. Was für den Menschen undenkbar erscheint, ist im Reich der Insekten an der Tagesordnung. Das Phänomen Schmetterling ist sein eigenes Wunderwerk der Natur. Seit jeher sind Menschen von Schmetterlingen fasziniert. Sie verkörpern Schönheit, Leichtigkeit und Verwandlung. Eine Verwandlung, wie sie extremer nicht sein könnte. Bei kaum einem anderen Lebewesen ist die Metamorphose derart stark zu beobachten. Nur 10 Schläge pro Sekunde machen sie beim scheinbar schwerelosen Tanz von Blüte zu Blüte. Schmetterlinge bilden mit etwa 160.000 Arten die zweitreichste Insektenordnung der Welt. In Österreich gibt es etwa 4.000 verschiedene Schmetterlingsarten, davon sind nur 215 Tagfalter. Der Vorarlberger Ben Walch beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit mit dem erstaunlichen Reich der Schmetterlinge. Was mich am meisten fasziniert hat als kleiner Bursche, war die Entwicklung von so einem Insekt. Ich meine, das ist ja bei allen Insekten der Fall, dass sie eine bestimmte Entwicklung durchmachen, vom Ei bis zum fertigen erwachsenen Insekt. Und im Schmetterling ist das ganz faszinierend, weil eben so ein Ei sich dann erst einmal in einer Raupe weiterentwickelt. Und die Raupe verpuppt sich dann und aus dem entsteht dann eigentlich ein komplett anderes Tier, wenn man so will. Ja, natürlich sind sie in erster Linie einfach schön. Also das wird auch an Laie bestätigen. Schmetterlinge sind einfach schön zum Anschauen. Und mir geht immer das Herz auf, wenn ich zum Beispiel einen Schwalbenschwanz vorbeifliegen sehe oder einen Tag vor dem Auge. Ja, und das Lässige ist für mich daran, dass die Schmetterlinge eigentlich rein aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht schön sein müssten. Ich meine, ein roter Apollo, okay, da weiß man, hat die roten Punkte aufgrund seiner Giftigkeit. Aber wieso jetzt ein Schwalbenschwanz so eine Färbung hat und wieso die Färbung auch für einen Mensch so wunderschön erscheint, das ist für mich das Faszinierende daran. Und das ist auch bei vielen anderen Arten der Fall. Ein sehr seltener Schmetterling, der in Vorarlberg als gefährdet eingestuft wird, ist der Apollofalter. In Vorarlberg gibt es 3 Arten des sensiblen Tieres. Der rote Apollo, der schwarze Apollo und der Hochalpen-Apollofalter. Der Schmetterlingsexperte nimmt uns mit auf eine Expedition. Die Mission? Alle 3 Arten des äußerst seltenen Apollofalters zu finden und vor die Kamera zu bringen. Mit dabei sein Vater. Von ihm hat er so einiges gelernt. Ja, natürlich hat der Papa den auch früher erkannt, dass mir Schmetterlinge taugen, dass das eigentlich so meine Lieblingstiere sind und hat das auch gefördert. Durch einen Bienenstock hat es bei mir zum Beispiel ein Schmetterlingsbuch gegeben. Papa interessiert sich eigentlich für Vögel und kennt sich aber natürlich auch bei der Schmetterling gut aus und hat das Wissen, den er schon mir als kleiner Bub früher vermittelt und mir die verschiedenen Arten gezeigt. Wir sind jetzt hier im Bregenzer Wald, im Gebiet, wo wir den roten Apollo schon beobachtet haben. Der rote Apollo mag gerne so sonnige Hänge, wie es da jetzt eben gibt. Und wir schauen jetzt einfach, ob wir da heute was finden.
Der rote Apollo mag ganz klar Süd hängen und die so mit Steinen übersät sind, weil da kann die Futterpflanze gut wachsen. Die Futterpflanze ist die Fetthenne oder Fetthennenarten, wo sich die Raupe vom Apollofalter ernährt. Und das wächst da genau zwischen den Steinen drin. Die ist wärmeliebende Futterpflanze und kann dann gleich, wenn der Schnee schmilzt, auch gleich wachsen, weil der Schnee bei den Steinen natürlich schneller wegschmilzt. Also da auf dem Stahl sagt man es jetzt Boden gut, da wächst die Fetthenne, die Futterpflanze vom roten Apollo. Heute haben wir kein Glück. Durch das kalte Frühjahr und den späten Sommer verzögert sich das Ausschlüpfen der Schmetterlinge. Der ganze Mai war extrem verregnet und auch kalt und geschneit hat sicher da auch nochmal. Das verzögert natürlich das Ganze. Also ich gehe davon aus, dass der rote Apollo jetzt irgendwo da als Puppe oder als Puppen wartet, bis er ausschlüpfen kann. Wir versuchen es erneut und haben mehr Glück. Da sehen wir jetzt einen roten Apollo fliegen. Wir hoffen, dass er sich jetzt umhockt, dass wir noch ein paar bessere Aufnahmen herkriegen. Normalerweise hocken sie gern, wenn es schattig ist, das wär's. Also ist es nur eine Frage von der Zeit. Jawohl, jetzt sitzt er. Schauen wir mal, ob wir ihn verwischen. Gut, jetzt haben wir Glück gehabt, es hat ein bisschen zugetan. Die Apollos hocken dann gern, wenn es schattig wird. Und jetzt haben wir zum Glück einen gefunden, der ist jetzt ruhig. Können wir schauen, der hockt jetzt da. Und dort eigentlich jetzt kein Nackler mehr. Wenn es regnet und stürmt und Gewitter hat und so, dann müssen die so ausheben. Also die hocken auf so Pflanzen, Blumen. Meistens sind es eigentlich die Disteln, die drauf hockt gern. Der hat sich jetzt so eine Margarita ausgesucht. Ja, und so warten sie halt wieder auf besseres Wetter oder überstand Nacht. Der rote Apollo ist fast nur noch in alpinen Lager zum Treffen, einmal bei uns in Vorarlberg. Hat auch damit zu tun, weil er aus den Tälern verdrängt worden ist. Die Lebensräume, die findet er da halt nicht mehr, die er braucht. Und der muss natürlich auch ziemlich kalte Temperaturen auf den Berg überstehen können. Deswegen hat er wie so ein kleines Fell. Also der ist im Gegensatz zu anderen Faltern relativ behaart. Es ist halt ein Falter, der wärmeliebend ist und deswegen fliegt er nur bei Sonnenschein. Er braucht die Wärme zum Fliegen. Ja, es gibt Falter, die sind im Wald, zum Beispiel Trauermantel, Schillerfalter, Waldbrettspiel. Die brauchen jetzt nicht unbedingt Sonne zum Fliegen. Aber beim Apollofalter, eigentlich bei allen drei Arten, ist es so, dass die fast nur in der Sonne fliegen. Da haben wir jetzt nochmal an. Bei dem sieht man, der ist schon in der Ruhephase. Hat die Flügel zugeklappt. Und er wird jetzt wahrscheinlich auch so übernachten. Man sieht jetzt bei dem auch ganz gut, wenn er die Flügel zu hat, die roten Punkte, die auch charakteristisch sind für den roten Apollo und eben auch den Namagen. In der Natur sind so leuchtende Farben meistens Signalfarben. Beim roten Apollo ist es auch so, weil der Falter ist giftig. Das heißt, für Fressfeinde ist das eigentlich eine Warnung, die Zeichnung. Auch die Suche nach dem schwarzen Apollo führt uns in den Bregenzer Wald. Da auf dem kleinen Hügel waren letztes Mal an zwei.
Das, was wir da jetzt sehen, ist ein typisches Fraßbild von der Raupe vom kleinen Fuchs. Das Gelege da ist relativ frisch, sind gerade ausgeschlüpft. Da sieht man es gut. Und das kann man erkennen, indem man einfach auf Brennnesselfelder schaut. Die gibt es alpin oder auch im Tal, die sind relativ verbreitet. Wenn man da so wie Spinnweben sieht. Halt. Da drüben ist auch noch mal eins. Das, was wir da sehen, ist das typische Balzverhalten vom Baumweißling. Der Baumweißling hat jetzt eben genau so im Frühsommer seine Flugzeit. Und da ist ja nur die Zeit, wo natürlich die Balz stattfindet. Das sieht man da relativ gut. Gut, ja, wir sind zum Glück fündig geworden. Nach langem Suchen, aber da haben wir jetzt einer der seltensten Schmetterlinge in Vorarlberg, der schwarze Apollo. Sonnt sich jetzt da gerade in der Arbeitszone. Oder schön. Das sieht man gut da, jetzt fliegt er leider weg. Und da hat man gerade jetzt nochmal einen schwarzen Apollo gefunden. Und jetzt ist es leichter End zum Fotografieren und zum Filmen, aber dafür schwerer zum Finden, weil die natürlich nicht fliegen, die hocken nur. Und man meint, der schwarze Apollo ist unscheinbar, der kann auch mit einem Baumweißling oder mit einem Kohlweißling sogar oder Bergweißling verwechselt werden. Aber trotzdem ist er einer der seltensten Schmetterlinge, die wir da in Vorarlberg haben, seltenster Tagfalter. Wenn wir jetzt da gerade weitergehen, sagt man, dass man da sich einer sonnt. Fasziniert vor allem von der Vielfalt und Schönheit dieser Lebewesen, bereitet Ben Walch der Rückgang der Arten Sorgen. Viele der Tagfalter sind an bestimmte Lebensräume gebunden. Ein Lebensraum, der immer kleiner und kleiner wird. Durch die Ausbreitung des Menschen wird das Habitat der Schmetterlinge stark bedroht. Es ist wie bei den anderen Insekten auch. Das Insektensterben macht auch vor der Schmetterling nicht Halt. Wenn ich jetzt vergleiche, früher habe ich im Garten Schwalbenschwänze gesehen. Das waren sicher pro Tag über Zähne, die da vorbeigeflogen sind. Und jetzt muss man froh sein, wenn in der Woche mal einer siehst. Also das ist ganz klar bei mir bemerkbar. Das ist auch bei anderen Arten der Fall, wo man einfach merkt, es gibt nicht mehr so viele. Und sie züchern sich auch aus den dicht besiedelten Gebieten eher zurück, weil sie da ihre Lebensräume natürlich dann nicht mehr so vorfinden, wie das früher war. Auch er leidet unter der voranschreitenden Ausbreitung des Menschen. Denn der schwarze Apollo hat sehr hohe Ansprüche an sein Verbreitungsgebiet. Es muss eigentlich ein lichter Waldrand sein, ein Laubwald, was es heute eh schon auch nicht mehr viel hat. In dem Laubwald muss der hohle Lärmsporn wachsen, das ist die Raupenfutterpflanze. Und gleichzeitig muss es aber eben auch an dem Waldrand angrenzend eine blütenreiche Wiese haben, wo denn der Falter als Falter seine Nahrung findet. Und die Kombination ist heutzutage auch nicht mehr so häufig. Und deshalb ist die Population sehr stark zurückgegangen in Vorarlberg. Und es gibt jetzt in dem Fall nur noch wenige Flecken, lokal, ganz lokale Klänne sind das, wo der vorkommt. Ich meine, das ist ja nicht nur sein Anspruch an sein Verbreitungsgebiet, an sein Habitat, sondern auch seine spezielle Überwinterungsstrategie. Und die Futterpflanze spielt da auch eine große Rolle. Man muss wissen, dass der Lärmsporn im Frühjahr blüht und mit Ende Mai ist der eigentlich verschwunden. Das ist wie der Bärlauch oder der Märzenbecher oder das Schneeglöckle, die sagst du denn im Frühsommer eigentlich nicht mehr. Und die Flugzeit des Falters ist aber genau der Frühsommer. Das heißt, die Zeit der Eiablage erfolgt genau zu der Zeit, wo eigentlich die Futterpflanze von der Raupe nicht mehr sichtbar ist. Hat sich die Blätter schon eingezogen und ist eigentlich für einen Menschen auch nicht mehr sichtbar. Aber der Falter schafft es trotzdem irgendwie, seine Eier da abzulegen, wo die Futterpflanze nächstes Jahr wieder kommt. Aber er muss natürlich auf Verdacht ablegen. Er weiß ja nicht, ob die Futterpflanze nächstes Jahr wieder raussprießt. Und das ist auch was ganz, ganz Faszinierendes am schwarzen Apollo. Und deshalb ist er aber auch so selten.
Das kann bei der einen Art ein Ei sein, das überwintert. Bei der anderen Art ist es eine Raupe, die sogar teilweise eingefroren wird im Eis. Und bei der anderen Art ist es ein fertiger Schmetterling. Und die verschiedenen Strategien, die die Arten haben, faszinieren mich. Und der ganze Lebenszyklus, der damit dranhängt und der so angepasst ist auf ihr Gebiet, wo sie vorkommt, ist wirklich gewaltig, dass das so funktioniert bei den verschiedenen Arten. Der Distelfalter zum Beispiel gehört zu den Zugschmetterlingen. Der pflückt, wenn es bei uns Winter ist, in wärmere Gebiete und reproduziert dort. Und die nächste Generation pflückt dann noch wieder rauf und ist dann wieder im Sommer bei uns. Also, es gibt Schmetterlinge, die sind Wanderfalter. Der Admiral teilweise auch. Teilweise überwintert er bei uns oder probiert es. Teilweise gelingt es ihm schon, weil es bei uns auch nicht mehr so extrem harte Winter hat, wie es früher hatte. Und es ist für mich auch wieder faszinierend zu sehen, dass ein Schmetterling auch nicht nur ein paar Meter pflückt, sondern dass bei Wanderfalter wirklich die Überquerung vom Mittelmeer auch nicht das Hindernis darstellt, das Große. Wir sind jetzt in Montafu an der letzten Station. Der dritte von den drei in Vorarlberg heimischen Apollofalter pflückt hier in dem Gebiet. Was auffällt an dem Gebiet, im Gegensatz zu den anderen zwei, wo wir waren und die anderen zwei Apollofalter gesehen haben, ist, dass es hier einen Bach gibt. Und das ist auch wichtig für einen Hochalpen-Apollo. Der ist abhängig vom Fetthennen-Steinbrech oder anderen Steinbrecharten. Und die Pflanzen wiederum wachsen nur an Bachufer oder in relativ feuchten Gebieten und die brauchen das Wasser. Und natürlich ist es beim Hochalpen-Apollo genauso wie bei jedem anderen Schmetterling. Wenn es die Pflanzen nicht gibt in dem Gebiet, dann hat der Schmetterling keine Chance, um da irgendwie überleben. Gut, wir haben schon einen Haufen Schwalbenschwänzflüge hier gesehen. Das ist auch sehr schön, weil im Tal sieht man die auch nicht mehr so oft. Es ist mal gut, dass da relativ viel los ist für den Schmetterling. Wir sind aber eben wegen dem Hochalpen-Apollo da und jetzt gehen wir mal schauen, ob wir einen finden. Und hast du schon gesehen? Ja, da vorne fliegt er, ne? Okay. Sagst du? Jawohl! Ist er groß, wie ein Schwalbe. Ja, genau. Was sagen? Ja, ist er. Ja, genau, das ist eindeutig. Ja. Was wir jetzt hier sehen, ist die Futterpflanze vom Hochalpen-Apollo. Wie vorhin schon erwähnt, die braucht der Bach. Wir sind in der Mitte in einem Bachbett. Und was wir da jetzt schön sehen, ist relativ ein schönes Stöckle. Die ist jetzt bald in der Hochblüte. Und das ist natürlich für die Falter, die jetzt auch Flugzeit haben, ideal, weil die können da ihre Eier wieder für die nächste Generation drauf ablegen. Ja, zu der Nahrung der Schmetterlinge, das ist auch ganz verschieden. Also, wenn man jetzt denkt, Schmetterlinge sind immer nur an Blüten, dann ist das falsch. Weil es gibt viele Bläulinge. Oder der Schillerfalter ist ein Paradebeispiel dafür. Der ist kein Nektartrinker, sondern der ist eigentlich an allen Sachen, die für einen Mensch eklig sind. Also das kann irgendein Kot sein von einem Tier, was hinterlassen worden ist, oder ein Misthaufen oder irgendwelche Mineralien, die vom Boden aufsaugen. Und das mag der. Gleichzeitig auch der Trauermantel und der Admiral, der große Fuchs, das sind Schmetterlinge, die saugen gern an Baumsäft. Das ist auch kein Nektartrinker in dem Sinn. Der Admiral und der Traumantel haben auch die Vorliebe für gärendes Obst. Es kann auch sein, dass man manchmal Admiräler unter Obstbäumen findet, unter Fallobstbäumen, wo sie zu
ja, wo sie in Scharen vorkommt und wirklich da an der Birne und gern dem Pflaumen dran saugen. Wir schauen jetzt, da hat sich gerade einer abgeguckt. Jetzt schauen wir, ob wir mal langsam zu können. Es ist natürlich auch wolkig jetzt. Das ist wie bei der anderen Apollo-Falter-Arten, wo die gerne sitzen und gerne fliegen. Ohne Sonne tun sie sich halt schwer. Ich sehe jetzt gerade da vorne am Boden sitzen. Wenn man jetzt genau schaut, da ist natürlich auch getarnt. Sagt man da, der tut sich da an der Steine ein bisschen aufwärmen. Was beim Hochalpen Apollo verschieden ist zum roten Apollo, die kann man leicht verwechseln. Es gibt auch ein unverwechselbares Unterscheidungsmerkmal, das sind die Fühler. Die sieht man aber nur, natürlich, wenn man den Falter nach genug sieht. Beim Hochalpen Apollo sind die Fühler geringelt, während sie beim roten Apollo nur einfarbig grau, gräulich sind. Da fliegt jetzt, glaube ich, auch noch mal an und dahinter ein zweiter. Wenn die Sonne rauskommt, natürlich werden die dann aktiv und fangen an zu fliegen. Da kommt jetzt auch noch ein Schwalbenschwanz dazu. Aber es ist jetzt eben schon da, ist jetzt auch ein. Dass Schmetterlinge besondere Aufmerksamkeit und Schutz brauchen, ist klar. Doch wie kann man im Alltag helfen? Wenn man einen Garten besitzt, ist da viel möglich. Es gibt eine Handvoll Schmetterlingsarten, wo die Brennnessel als Raupenfutterpflanze haben und ausschließlich die Brennnessel. Das heißt, die können nicht ausweichen auf eine andere Pflanze. Das ist der Zehfalter, der Tagpfannauge, der Admiral und der kleine Fuchs. Und die Falter kann man fördern, indem man einfach ein Eck Brennnessel im Garten mal stehen lässt. Und das erst im Spätsommer abmäht. Das darf dann auch gemäht werden, das ist kein Problem. Aber man kann so einfach mal länger stehen lassen, bis der Schmetterling sich fertig entwickelt hat. Und die Raupe Zeit hat zum Fressen und Verpuppen. Oder wenn man zum Beispiel einen Gemüsegarten hat und dort einen Platz hat, wo man vielleicht Dill oder Fenchel oder ein paar Karötteln einfach anpflanzt für einen Schwalbenschwanz, dann wäre der Art auch schon sehr geholfen. Oder zum Beispiel, wenn man Obstbäume hat, wie zum Beispiel ein Kirschbaum, ein Pflaumenbaum oder ein Äpfelbaum, und sieht, dass da Raupen dran sind. Das ist auch ganz wichtig, dass man gerne gleich mit Gift dagegen spritzt und dagegen schafft, sondern dass man die da auch dran lässt. Vielleicht, dass es ein Profi auch anschaut, was es ist. Es kann ja aber wirklich ein extremer Schädling sein. Aber wenn es eben so was ist, dass man da ein Bewusstsein schafft dafür, man muss nicht immer alles gleich kaputt machen, sondern Schmetterlingsraupen können ruhig das Zweigle, denn, was sie da haben, abfressen. Dann gibt es halt im Herbst 5 Pflaumen oder 3 Äpfel weniger. Aber dafür hat man wieder ein paar Trauermantel und große Füchse mehr eventuell.
Natürlich ist es so schwierig mit der Landwirtschaft, die jetzt im Tal intensiv stattfindet. Da entstanden teilweise wirkliche Agrarwüsten. Agrarwüste deshalb, weil es eigentlich eine Riesenfläche ist, wo kaum mehr ein Insekt drauf überleben kann. Also da wird einfach volldüngt und abgemäht 3-4 Mal im Jahr. Und da ist es für die Schmetterlingsraupe oder die Schmetterling selber extrem. Das ist eigentlich unmöglich, dass die da überleben können. Die müssen sich dann auf Wegränder zurückziehen und Hecken. Aber auch dort ist schon der extreme Ordnungswahn vom Mensch bemerkbar, dass Wegränder einfach abgemäht werden, wo es eigentlich total sinnlos ist zwischen zwei Feldern oder sonst was. Und das ist auch ganz, ganz schwierig für die Schmetterlinge und auch ein Riesengrund dafür, dass es im Tal einfach viel, viel weniger hat wie früher. Und gleichzeitig ist es auch ganz wichtig, dass ein Bauer eine Alp bewirtschaftet, aber nicht intensiv bewirtschaftet und mordsmäßig viel mischt und Gülle runterhaut, sondern extensiv. Und ich finde, dass das auch viel mehr gefördert gehört und auch, dass vielleicht auch im Tal der Bauer mehr Förderung kriegt, wenn er sich entscheidet dazu, ein bisschen weniger zum Düngen. Und es ist auch ganz wichtig, dass da der Bauer dazu schaut zu dieser Landschaft und die pflegt. Was wird sonst passieren denn? Wird die Wiese, wo der Schmetterling vorkommt und das Gebiet, irgendwann verbuschen und zuwachsen? Und dann könnte der Schmetterling oder nicht mehr leben. Also die extensive Landwirtschaft in unserem alpinen Raum ist extrem wichtig. Und da machen unsere Bauern, die das noch wirklich auf sich nehmen, dazu den Hut davor. Und bin extrem froh, dass es noch solche gibt, die wirklich die schwere Arbeit machen und das so leidenschaftlich machen. Das ist ganz wichtig. Die Leidenschaft ist so weit gegangen, dass ich dann irgendwann meinen Beruf Softwareentwickler und mein Hobby verschmolzen haben und eine App programmiert haben. Und in dieser App geht es um die europäischen Tagfalter. Da habe ich dann alle gängigen Arten von Europa drin und da kann man dann sich Fotos dazu anschauen. Man kann suchen nach bestimmten Arten, man kann anhand der Farbe welche suchen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen gesehen hat, einen Orangen, und man weiß nicht, was für ein war, könnte man da jetzt nach allen Orangenschmetterlingen suchen und dann erkennt man da vielleicht wieder, welcher es war, nach Größe. Man kann da auch die App verwenden, und das mache ich auch sehr intensiv, als eigenes Beobachtungstagebuch. Das ist ganz komfortabel. Man kann mit einem Foto einfach eine Beobachtung erstellen. Die App wird dann automatisch die Seehöhe, die GPS-Daten, wo es war, erfassen. Und das Datum natürlich, und dann auch da eine neue Beobachtung daraus generieren. Mein Hauptziel von dieser App ist, wenn es jemand verwendet, das Bewusstsein für die Schmetterlinge einfach zum Stärken. Und da auch Bildung in gewisser Art und Weise zu vermitteln an den Laien. Weil wenn man sich mit etwas besser auskennt, hat man auch gleichzeitig ein stärkeres Bewusstsein dafür.